Ja, ein Presseauflauf heute hier bei der Präsentation der Fahrer, der Teams. Wir freuen uns, super. Also nach wie vor ist das Interesse an der DTM ungebrochen, sowohl von den Medien als auch was so die ersten Zuschauerzahlen angeht, die ersten Ticketverkäufe. Toll, wir freuen uns. Die Saison kann eigentlich schon langsam losgehen. Ja, endlich geht's los. Der erste Testtag hier, der offizielle hier am Red Bull Ring, und es war ein toller Erfolg für die ganzen Teams. Ja, absolut. Also das erste Mal wirklich alle zusammen. Jeder war schon mal einzeln für sich testen. Für vieles der Reifen neu und andere Voraussetzungen neu. Und hier das erste Mal aufeinander getroffen, auch mit einer BOP, die wir vorher rausgegeben haben. Und ja, ich glaube, das wird auch wirklich ernst genommen von den Teams. Ist jetzt sicherlich noch keine Standortbestimmung, dass man jetzt schon sagen könnte, wo sind irgendwelche Favoriten oder sonst irgendwas. Aber ich glaube, es ist gut, dass es wieder losgeht. Der Winter war lang und zieht sich jetzt leider auch noch 6 Wochen bis zum Saisonstart. Aber ich glaube, freuen sich auch wirklich alle wieder drauf. Geht auch nicht ohne die Teams, geht nicht ohne die Hersteller. Da spielen wir eine ganz große Kooperationsbereitschaft. Alle merken, diese DTM kann nur leben, wenn alle da mitarbeiten und nicht nur 2, 3 Leute oder nur eine Organisation, sei es der ADAC oder wie auch immer heißt. Es müssen alle mit dran helfen und ich glaube, dieser Spirit wächst langsam wieder und das, glaube ich, hilft der DTM auch für die Dauer. Wir wollen ja nicht nur 2023, sondern wir wollen ja eigentlich, ja, also meine persönlichen Planungen gehen schon mal bis 33, 34, 35. Ja, das klingt ja gut. Und wie schaut's aus? Wir haben ja noch viele Rahmenprogramme mit dabei, mit den Legenden, die Klassik. Ja, haben wir uns auch entschieden, was zu tun. Wir haben jetzt 2 Rennen bisher ausgeschrieben, planen im Augenblick noch 2 zusätzliche Rennen. Und was gibt's sonst noch am Rahmenprogramm? Oh, ja, ganz viel. Also Porsche Carrera Cup natürlich, BMW M2 Cup, ADAC GT4 Germany mit über 30 Autos, also auch ein ganz tolles Fahrerfeld. ADAC GT Masters. Nicht zu vergessen. Nicht zu vergessen und vor allen Dingen auch nicht zu vernachlässigen, wo ja einige gedacht haben, na, ich weiß nicht, ob das überhaupt noch funktioniert. Sieht mittlerweile auch sehr gut aus. Wir schätzen 16 bis 18 Fahrzeuge. Sind auch da ganz stolz drauf, dass wir das hinbekommen haben. Also so ein Rennwochenende wird einfach vollgepackt mit tollem Motorsport und wir freuen uns drauf. Und wir freuen uns auch. Und wenn man sieht, da hier die Begeisterung von den Fahrern hier jetzt bei der Startaufstellung, die ersten Pressefotos, die wir herausgegeben werden morgen. Und Thomas, dann wünschen wir dir einen tollen Beginn in Ostersleben der ganzen Mannschaft ADAC, neu DTM. Viel Erfolg 2023. Vielen Dank und wir freuen uns, wie gesagt, auf viele Zuschauer, auch gerne aus Österreich. Danke.